Hallo und herzlich willkommen bei Sportsgeist Heilbronn. Heute möchte ich in diesem Video nochmal etwas zum Thema Sprossen und Mikrogemüse sagen. Das kam sehr gut bei euch an und ich habe ja dann auch meine Sprossen mal gezeigt und habe auch gezeigt, welche Vielfalt es dort gibt und habe auch erklärt, dass man eigentlich mit allem keimen kann. Es kommt nur darauf an, wie man das Ganze bewerkstelligt und es kommt vor allem auch darauf an, dass man eben da auch ein bisschen Arbeit investiert, weil sonst kommt es dazu, was mir viele immer wieder geschrieben haben, dass sie es so nicht hinbekommen, dass es immer wieder anfängt zu schimmeln, dass es anfängt ja auch schlecht zu riechen, was dann meistens übergeht in den Schimmel und dass das Ganze dann meistens auch nicht mehr wirklich schmeckt. Und aus meiner Sicht gibt es da eigentlich nur ein, zwei Fehler, die man machen kann, die es verhindern, wirklich schöne Sprossen, Keimlinge zu erzeugen. Deswegen werde ich in dem Video heute einmal schildern, wie ich das mache, wie ihr das auch zu Hause ganz einfach nachmachen könnt. Das erste, was ihr benötigt, ist ein Glas. Wenn ihr jetzt erstmal nur testen wollt, ob das überhaupt für euch etwas ist, dann könnt ihr ein ganz normales Wasserglas nehmen. Hierbei gilt es dann aber zu beachten, dass ihr die Menge, die ihr an Sprossen reintut, natürlich auch limitiert. Da komme ich aber später nochmal dazu, weil das ein ganz großer Faktor ist, wenn es darum geht, dass es eben schimmeln kann. Ich habe hier mich für 1 Liter Einmachgläser entschieden. Und die taugen mir sehr, sehr gut. Die haben den großen Vorteil, dass sie eben so groß sind, dass ich auch deutlich mehr reinmachen kann, als wenn das Ganze jetzt nur die Hälfte wäre, also ein halber Liter. Es braucht aber, sage ich mal, nicht 1 Liter Gläser. Du kannst es auch mit 500 Milliliter machen, bekommst dann aber natürlich relativ wenig Ertrag zum Schluss. Oder du versuchst das Ganze dann fast schon zu deinem Lebensinhalt zu machen, als großes Hobby aufzuziehen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, mit 500 Milliliter das Ganze mit sehr großem Ertrag zu machen. Da musst du dann aber deutlich mehr Zeit aufwenden. Das hat alles damit etwas zu tun, wie oft man das Ganze spült und wie man eben auch für Klimatisierung sorgt und für Licht. Denn das sind so die 3 Hauptaspekte aus meiner Sicht, wenn es darum geht, gute Sprossen zu ziehen. Dann habe ich einmal hier, ich schraube das mal ab, so einen Deckel mit integriertem Sieb. Der Vorteil, den ich hiermit habe, ist, dass ich die Sprossen ganz bequem im Glas lassen kann und einfach das Glas einmal umleere und dann das Wasser beim Spülvorgang einfach wieder rausgeht. Es geht aber auch, wenn ihr diesen Siebdeckel nicht habt. Dann müsst ihr trotzdem ein normales Sieb auf jeden Fall haben. Oder aber ihr nehmt etwas, womit ihr das Ganze oben abdecken könnt, sodass nur noch ganz, ganz wenig Spalt übrig ist, dass das Wasser abfließen kann. Wenn ihr jetzt tatsächlich das einfach mal probieren wollt mit einem Wasserglas, dann empfehle ich euch, so einen Kaffeetassenuntersetzer oder so einen generellen Untersetzer zu nehmen, den ihr dann übers Glas drüber führt, wirklich nur noch einen minimalen Spalt übrig lasst und dann könnt ihr das Ganze auch abgießen. Solltet ihr gar kein Sieb zu Hause haben und auch nicht solche Einmachgläser mit entsprechendem Aufsatzsieb. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Wenn ihr das habt, was eigentlich jeder hat, so wie ich es auch gerade erklärt habe, das muss ja nicht so ein 1-Liter-Glas sein mit Sieb, dann braucht ihr natürlich auch noch keimfähige Sprossen. Das ist zumindest das, was immer wieder gesagt wird. Ich brauche keine keimfähigen Sprossen, die überteuert irgendwo im Internet angeboten werden. Es gibt jetzt beispielsweise die Möglichkeit, so Urbrokkolisamen zu kaufen. Damit könnt ihr keimen. Das geht wunderbar und das wird auch richtig gut funktionieren, wenn ihr dann eben auch noch die folgenden Schritte beachtet. Ihr könnt aber alles, was in irgendeiner Form so gesehen bei euch zu Hause in roher Rohkostqualität vorliegt, benutzen. Ihr könnt Linsen nehmen, ihr könnt Buchweizen nehmen, ihr könnt Weizen nehmen, ihr könnt Gerste nehmen, ihr könnt Dinkel nehmen. Alles das könnt ihr wunderbar benutzen, um einen Keimprozess
zu starten, weil darum geht es. Du kannst auch beispielsweise, wenn es um die Linsen geht, tatsächlich Sprossen erzeugen. Das bedarf dann auch wieder ein bisschen Arbeit und es braucht vor allem auch ein bisschen Erfahrung, dass das Ganze nicht wegschimmelt, aber das ist alles möglich. Das heißt, klassifizierte Sprossen zu kaufen oder Keimsaaten, wie es dann eben auch oft genannt wird, ist grundsätzlich nicht notwendig. Ihr habt damit natürlich sehr viel mehr Auswahl zu dem, was ihr vielleicht sonst noch so kennt und sonst auch in der Küche im Vorratslager habt. Aber ihr braucht es nicht, weil viele denken immer wieder, ich brauche dann eine spezielle Keimsaat, ich brauche spezielle Sprossen, weil sonst geht das nicht. Das stimmt so nicht. Das heißt, ihr benutzt etwas, was ihr zu Hause habt oder kauft euch Sprossen, Keimsaaten. Was es ist, spielt eine Rolle bezogen darauf, wie viel ihr reinmacht. Diese Brokkolisprossen, ich zeige das mal ganz kurz, die sind relativ klein. Also ich versuche das mal so ein bisschen, wir machen es anders, ich kippe die einfach mal in das Glas. So, jetzt haben wir da welche drin. Jetzt hoffe ich noch, dass es irgendwie scharf wird. Und dann seht ihr, das sind wirklich ganz, 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 ganz kleine Sprossen. Bei diesen kleinen Sprossen, da könnt ihr deutlich mehr nehmen als bei den großen. Das ist meine Erfahrung. Ich hatte bisher immer nur Probleme, je größer das Ganze war, was ich da genommen habe. Zum Beispiel bei Sojabohnen. Bei Sojabohnen finde ich das am allerschwierigsten, dass die nicht anfangen zu schimmeln. Und das liegt aus meiner Sicht auch daran, dass man relativ wenige Sojabohnen nur nehmen sollte, um den Keimprozess hier zu fördern. Weil wenn man es übertreibt und zu viel nimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass es anfängt zu schimmeln. Das heißt, von solchen Brokkoli-Ursprossen könnt ihr ungefähr so viel nehmen, wirklich mal ein gutes Fünftel oder Sechstel vom Glas voll machen, je nachdem wie groß es natürlich auch ist. Und dann habt ihr da auf jeden Fall auch keine Probleme, dass das euch wegschimmelt. Wenn das jetzt zum Beispiel Mungbohnen sind oder wenn es irgendetwas ist wie Linsen, was ein bisschen größer ist, dann solltet ihr auf jeden Fall schauen, dass ihr einen Tick weniger nimmt. Es ist natürlich auch immer davon abhängig, wie oft ihr das Ganze spült, an welchem Ort es steht und wie viel Licht es abbekommt. Das hatte ich am Anfang schon erwähnt. Beim Ort ist es wichtig, dass ihr den Ort nicht zu warm wählt, aber natürlich auch nicht zu kalt wählt. Hierbei sage ich immer, dass es so um die 16, 17 bis maximal 20 Grad haben soll. Wenn ihr euch andere Anleitungen anschaut, wie man Sprossen am besten zieht, dann ist es häufig so, dass diejenigen empfehlen, das Ganze über 20 Grad beispielsweise zu machen. Das halte ich für problematisch, weil dadurch fördere ich eben durch die Wärme diesen Schimmelprozess. Das heißt, ich muss noch mehr aufpassen. Ich habe bisher auch wirklich gute Erfolge gehabt, wenn es eben nur 16, 17, 18 Grad rum waren. Das reicht vollkommen aus. Und dann sollte es eben auch noch so sein, dass die Sprossen dann auf jeden Fall auch immer wieder Licht bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr die mindestens 12 oder 13 Stunden im Licht stehen lassen müsst. Es muss aber definitiv gewährleistet sein, dass die Sprossen immer wieder Licht abbekommen. Also am besten nicht irgendwo mitten in die Wohnung oder irgendwo in einen Schrank stellen, weil dann braucht ihr zusätzliche Beleuchtung. Aber es muss eben auch nicht so sein, dass da überall immer nur die Sonne reinkommt. Das ist nicht notwendig, ist auch meine Erfahrung. Wenn ihr dann entsprechend diesen Ort ausgewählt habt und schon mal die Sprossen in das Glas reingemacht habt oder eben andere Dinge wie Weizen, Dinkel, etc. Und dann geht es an das Wasser, denn alles, was ihr benutzt, alles, was ihr nehmt, um Keimlinge, Sprösslinge, Mikrogemüse draus zu machen, muss immer eingeweicht werden. Das heißt, ihr nehmt am besten immer mindestens die doppelte Menge an Wasser und gebt die entsprechend in das Glas dazu. Also die doppelte Menge von dem, was ihr an entsprechenden Keimsaaten, Sprossen oder sonstigem reingetan habt. Meine Erfahrung ist auch hier, dass es besser ist, je mehr Wasser ihr nehmt. Also ich mache das Glas immer
egal wie viel ich reinmache, komplett voll. Das hat bisher bei mir am besten funktioniert, weil ich bisher auch immer mal wieder das Problem hatte, dass verschiedenste Samen, Sprossen nicht richtig den Keimprozess gestartet haben. Zum Beispiel war es bei den Mungbohnen des Öfteren so, dass ich einfach entweder zu wenig Wasser reingegeben habe oder aber sie nicht lange genug habe in diesem Wasser keimen lassen. Und da kommen wir eben dann auch gleich zum nächsten und sehr, sehr wichtigen Punkt. Wenn ihr dann das Wasser reingegeben habt, macht das Ganze voll. Dann müsst ihr es mindestens eine Stunde bis acht Stunden stehen lassen. So steht das überall, egal wo ihr nachschaut. Meine Erfahrung ist auch hier wieder, dass das Ganze individuell ist, bezogen auf das, was ihr da reinmacht. Bei den angesprochenen Mungbohnen ist es bei mir so gewesen, immer bisher, ich habe das auch öfters ausprobiert, ob es vielleicht daran lag, dass ich da ja entsprechende Bohnen erwischt habe, die vielleicht generell sehr schwer es haben zu keimen. Nein, das war bisher immer so. Ich musste bei den Mungbohnen mehr als 10 Stunden auf jeden Fall einplanen. Ich habe das mal mit 3 Stunden probiert, habe gemerkt, das funktioniert gar nicht. Habe das mal mit 6 bis 8 Stunden probiert, habe auch gemerkt, es funktioniert gar nicht. Und erst als das Ganze mal so 9 bis 10 Stunden auf jeden Fall gekeimt hat, hat es im Nachhinein gut funktioniert. Es war auch so, dass mit 6 bis 8 Stunden das Ganze gekeimt hat. Es war aber ein riesengroßer Unterschied zum Schluss, vor allem bezogen darauf, wie lange das Ganze gedauert hat. Denn die Mungbohnen, die hatte ich dann sicherlich so 5 Tage lang stehen, bis ich dann gesehen habe, okay, die kann man jetzt verzehren. Als ich sie 9 bis 10 Stunden habe stehen lassen in dem Wasser, waren sie eigentlich so nach 3 Tagen perfekt zum Verzehren. Das heißt, es kommt wirklich ganz stark darauf an, was ihr benutzt, und da müsst ihr auch schauen, dass ihr einfach Erfahrung sammelt. Ich würde grundsätzlich immer empfehlen, das Ganze auf jeden Fall 6 bis 8 Stunden stehen zu lassen. Es gibt Ausnahmen, beispielsweise beim Buchweizen ist das definitiv nicht notwendig. Den Buchweizen könnt ihr 2 Stunden stehen lassen und dann habt ihr auf jeden Fall trotzdem immer wieder das gleiche Ergebnis, dass das Ganze eben keimt. Wenn ihr das jetzt stehen gelassen habt für die 6 bis 8 Stunden beim Buchweizen und bei noch ein paar anderen Dingen eher weniger, dann schüttet ihr das Wasser ab. Vollständig. Und dann fängt ein neuer Prozess, eine neue Durchführung an, die ihr mindestens 3-mal, eher 4-mal am Tag durchführen müsst. Und zwar fangt ihr an, das Ganze zu spülen. Das heißt, ihr gebt immer wieder Wasser oben rein, macht das am besten auch voll und fangt dann an, es zu schütteln. Das ist relativ wichtig. Und dann eben auch wieder auszuleeren. Ich spüle meine Sprossen, meine Keimsaaten, meine Keimlinge immer mindestens 3-mal und achte vor allem auch darauf, dass ich es gut schüttle, dass eben zum Teil auch ein bisschen Luft reinkommt und vor allem auch, dass sich, wenn Verklebungen da sind, wenn so ein paar einzelne Sprossen aneinander kleben, das kommt vor allem relativ häufig bei diesem Urbrokkoli vor, dann habt ihr da auch nicht die Problematik, dass es eben dann zu einer Vermengung kommt und da auch Schimmel dadurch entstehen kann. Das sieht man dann ganz häufig, dass wenn sich das Ganze verklumpt, dass dann wirklich schon so weißer Flaum so nach dem zweiten, dritten Tag entsteht. Aber das hängt auch meiner Meinung nach eben mit der Temperatur zusammen. Deshalb da auch auf jeden Fall auf die Rahmenbedingungen achten. Das heißt, ihr spült dann 3 bis 4-mal am Tag und dann war's das. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dadurch, dass jetzt hier zum Beispiel so ein Sieb dabei ist, dass ihr das Ganze immer so, sage ich mal, in einem Winkel nach unten irgendwo aufstellt, das überflüssiges Wasser, was sich nach und nach eben dann auch wieder löst, abtropfen kann. Das ist auch nicht notwendig. Man kann es machen, man muss es aber nicht machen. Ich habe hier beide Varianten schon mal ausprobiert. Das heißt, ich habe einfach nur das Glas stehen lassen, ohne es umgekippt zu lassen mit dem Sieb. Und das Ergebnis war genau dasselbe. Ihr müsst aber dann bitte darauf achten, wenn ihr es so stehen lasst und euch nicht zusätzlich irgendwelche Halterungen kauft,
dass das Ganze dann auch wirklich richtig gut abgeschüttelt wird, dass da fast gar kein Wasser mehr drin ist. Denn wenn da relativ viel Wasser noch drin ist, das Ganze sehr, sehr feucht ist, dann wird das euch auch anfangen zu schimmeln. Das lässt sich sonst gar nicht vermeiden. Vor allem, je öfters ihr das macht, das heißt immer wieder frisch spülen und dann wieder mit einem relativ großen Rest stehen lassen, das wird euch verschimmeln. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, das Ganze natürlich so zu machen, dass ihr euch beispielsweise etwas fertigt, was das Glas so gewissermaßen ummantelt. Es gibt hier die Möglichkeiten, mit Schnüren das Glas so einzuschnüren, dass ihr es auch komplett aufhängen könnt. Das kann man auch machen. Ich halte das Ganze aber für ein bisschen zu aufwendig, vor allem wenn es darum geht, das Ganze dann immer wieder abzuhängen. Wenn man das jetzt irgendwo zum Beispiel unter der Küchenzeile dann an Haken befestigt hat oder sowas. Ich präferiere, das Ganze in diesen Geschirrtrockner da reinzustellen, also dieses Gestell, wo man normalerweise Geschirr reinlegt, damit das trocknen kann und auch Wasser abfließen kann. Oder ich lasse es so stehen. Das hängt ganz davon ab, wie viele Sprossen ich auch mache, wie viel Platz ich da zur Verfügung habe und ob ich auch die Lust habe, das jedes Mal so zu machen. Weil wenn man das immer wieder komplett richtig abschüttelt, dass da möglichst wenig Wasser übrig bleibt, dann funktioniert das auch im ganz normal stehenden Zustand. Und dann müsst ihr im Prinzip nur noch warten, regelmäßig spülen und dann habt ihr eigentlich so nach 3 bis 4 Tagen wunderbare Sprossen, die ihr dann ja entsprechend essen könnt, die ihr dann mit anderen Nahrungsmitteln vermischen könnt und dann habt ihr ein wunderbares, sehr, sehr nährstoffreiches Essen. Nochmal eine Sache zu dem Thema Schimmel. Es gibt hier den einen oder anderen, der sagt, dass es hilft, wenn man mit Wasserstoffperoxid entsprechend 3%ige Lösung arbeitet. Das kann funktionieren. Ich habe das bisher einmal gemacht, habe auch wieder keinen großen Unterschied festgestellt und habe dann entsprechend das auch wieder gelassen. Wo ich aber einen deutlichen Unterschied festgestellt habe, ist, dass wenn das Wasser vorher energetisiert wurde, dass es minimum einen Tag schneller geht, bis die Sprossen fertig sind, bis man sie verzehren kann, teilweise sogar 1,5 Tage früher, als wenn ich ganz normales Osmosewasser zum Beispiel nehme. Da ist schon ein Unterschied bemerkbar. Das heißt, beispielsweise mit so einer Energy Plate arbeiten, da könnt ihr das Wasser energetisieren für ganz, ganz wenig Geld, werde ich einmal in der Videobeschreibung verlinken und das dann wiederum einfach immer wieder dazugeben und damit dann die Sprossen, Keimsaaten oder auch Hülsenfrüchte spülen. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, ob dir diese Anleitung im Detail etwas gebracht hat, ob du vielleicht erkannt hast, welche Fehler du bisher gemacht hast, weil das bei dir nicht funktioniert hat. Und hast du überhaupt schon mal Sprossen gezogen, Keimlinge? Hast du damit Erfahrung oder bist du da kompletter Neuling? Lass es mich wissen in der Kommentarsektion unter dem Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und solltest du Freunde und Bekannte haben, die eventuell auch schon angefangen haben mit Sprossen, aber noch keinen großartigen Erfolg hatten, weil auch mehr Schimmel dabei ist als alles andere, dann teile diesen Personen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent meines Kanals sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach, um täglich neue Videos zum Thema Gesundheit von mir zu erhalten. Und ganz wichtig, wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video von mir auch angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar Bieder.